The Rabbinic Seminar zu Berlin of today was founded again in 2009 with the same idea and concept and line of thought as Rabbi Hildesheimer had in 1873. And that is to have rabbis for Germany that are trained in Germany, that are made in Germany, and to be able to answer the needs of the Jews of Germany today. The original history of the Rabbinic Seminar zu Berlin began way back in 1873. Rabbi Dr. Israel Hildesheimer realized that there was a need of a new type of rabbis in Germany for Germany. Halacha, the tradition of Torah and the existence of Halacha together with modern times is something which was new. And Germany in those days, especially after the emancipation, after the reform, it was enlightened in terms of Halacha. So Rabbi Hildesheimer felt it was important to combine a rabbi who is also acquainted with modern science, get a doctorate in something, and be applicable to the Jews of Germany of that time. Das Studium steht auf drei Säulen. Die erste Säule und die wichtigste ist das Studium der Halacha, der jüdischen Religionsgesetze. Hierbei steht am Ende des Studiums die Smicha, das Rabbinerdiplom, das überreicht wird von dem Dayan Ehrentreu. Die zweite Säule ist das Studium des BA in jüdischer Sozialarbeit, das wir in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Erfurt und mit der ZWST machen. Die dritte Säule sind die Schlüsselqualifikationen. Das umfasst alles, was die Rabbiner sonst nicht lernen, was sie aber in der Praxis dann anwenden müssen. Zunächst werden die Studierenden in zwei Semestern in die Grundlagen der sozialen Arbeit eingeführt und vier weitere Semester hören sie dann spezielle Themen zu den Vertiefungsgebieten, die sie später in einem Beruf des Sozialarbeiters benötigen. Also ein wichtiger Schwerpunkt ist auch die Vermittlung von Wissen, sozusagen menschenbezogenes Wissen, psychologische Kenntnisse und auch Beratungskompetenz. Neben dem regulären Studium haben wir noch zwei weitere Projekte. Zum einen das Eshet Chayil-Programm für Rebbetzins, für die Ehefrauen der Rabbiner. Und zum anderen haben wir vor circa einem Jahr das Institut für Liturgie in Leipzig eröffnet. A year ago we launched the Eshet Chayil project, which was primarily a support network for Rebbetzins. We started with 15 participants, who are primarily the wives of students, of alumni of the Rabbinic Seminar who are already actively engaged in different communities across Germany. And at the same time, we have participants who are the wives of current Rabbinic Seminar students. We feel if we actively engage them now, they will feel more prepared for the roles that they are going to occupy in the future. Our project was launched with three main parts. We have e-learning, mentoring, and twice yearly conferences. That, in essence, is what our Eshet Chayil project is all about. Supporting, inspiring and empowering our Rebbetzins of today to be the builders of tomorrow. Das Institut für traditionelle jüdische Liturgie operiert unter die Leitung von Kantor Josef Malovani und es beschäftigt sich mit liturgischer Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen. Mein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich kam nach Berlin, um am Rabbinerseminar zu studieren und hier meine Rabbinerausbildung erfolgreich abzuschließen und die Fertigkeiten zu bekommen, um als Rabbiner in einer jüdischen Gemeinde wirken zu können. Und jetzt, wo ich zurückblicke, bin ich sehr dankbar zu allen meinen Lehrern und allen Menschen, die dafür beigetragen haben, dass diese Ziele in Erfüllung gegangen sind. The vision for the future of the Rabbinic Seminar zu Berlin is that the doors will open and hopefully we'll have more students and put out more graduates and succeed in changing the image of the Jewish life in Germany throughout with our rabbis and graduates that are going out in the communities.